Kaum jünger als zu Krakau sind die Beziehungen zum 2000 Jahre alten Skopje. Als 1963 ein verheerendes Erdbeben die Stadt fast völlig zerstörte, löste die Katastrophe eine weltweite Hilfsaktion aus. Beim Aufräumen und dem Wiederaufbau waren auch zahlreiche Nürnberger dabei. Und aus diesen Kontakten entstand 1982 die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Skopje. Heute ist Skopje die Hauptstadt des jungen Staates Mazedonien. Und mit über 600.000 Einwohnern wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes. Antike und Moderne, Orient und Okzident treffen hier aufeinander und haben ein faszinierendes Mosaik entstehen lassen. Die mehr als 500 Jahre währende Türkenherrschaft prägt noch heute immer das Stadtbild. Und der Islam hat auch heute noch immense Bedeutung. Albaner, Türken, Serben, Bosnier und Roma, sie machen Skopje zu einem ethnischen und kulturellen Schmelztiegel. Die Kriege in Bosnien und im Kosovo mit ihren endlosen Flüchtlingsströmen haben die Stadt seit langem in eine schwierige Situation gebracht, in der sie wohl wie kaum eine andere der Hilfe des Nürnberger Partners bedarf.